Usama ibn Zayd ibn Haritha. Usama ibn Zayd ibn Haritha. Er sagt zwei Personen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam geliebt hat. Deswegen sagt er, Maula Rasulillah muhibbihi wa ibn muhibbi. Der Maula des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was heißt Maula? Habe ich schon mal erwähnt hier. Das Wort Al-Maula wird für sehr viele Sachen verwendet, aber unter anderem, der Maula ist der Sklave, der freigelassen wurde. Der Sklave war und freigelassen wurde. Den nennt man Maula. Meshi. Also Maula Rasulillah, das heißt der Sklave, den er freigelassen hat. Usama ibn Zayd. Usama und Zayd ibn Harith, das sind zwei Personen, während Usama der Sohn von Zayd ibn Harith da ist. Es wird im Hadith überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte über ihn, er sagte, inna Usama la min ahabbin nasi ilayya. Usama gehört zu und zählt zu den Menschen, die mir am liebsten sind. Und er sagte, wa inni la arju an yakuna min salihikum. Und ich wünsche mir und erwarte, dass er unter den Frommen, unter euren frommen Männern sein wird. Fastausu bihi khaira. Darum sorgt euch um ihn, kümmert euch um ihn oder achtet auf ihn.